Ab Mittwoch ist die Hufelandstraße in Hoyerswerda Sackgasse. Der Einmündungsbereich von der Bautzner Allee aus wird wegen Instandsetzungsmaßnahmen gesperrt. In diesem Zusammenhang wird auch die Bautzner Allee eingeengt. Der Busverkehr wird über die Südstraße umgeleitet. Anwohner müssen zur Einfahrt in das Wohngebiet den Kreisverkehr in der Kültstraße nutzen. Die Arbeiten sollen bis zum Freitag dauern.